Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Wir sind in der Champions League heute und wir treffen auswärts auf Lech Posen. Jetzt müssen wir ein bisschen rechnen. Gewinnen wir unser Spiel, haben wir 10 Punkte. Napoli spielt gegen Manchester United. Gewinnt Napoli sein Spiel oder spielt, sagen wir mal, ja, gewinnt Napoli sein Spiel, haben die 11 und wir 10 und ManU bleibt bei 5. Dann sind wir schon mal safe als Gruppenzweiter durch und haben das Duell gegen Napoli am letzten Spieltag. Verlieren wir heute, gewinnt Manchester, sind wir in Napoli am letzten Spieltag sowas von unter Druck, weil wir dürfen nicht ausscheiden. Ne? Und ManU spielt gegen Lech Posen, der vermeintlich leichteste Gegner. Weil Lech hat im letzten Spiel gegen Napoli unentschieden gespielt. Ne? Und wir haben halt, ja, unser Unentschieden gegen ManU. Wir haben das Hinspiel gegen Napoli, wir haben gegen Napoli verloren, 1-0, ja genau, sowas richtig. Ja, gewinnt allerdings Napoli und wir verlieren unser Spiel. Tut sich eigentlich jetzt wenig. Sagen wir es mal einfach gerade, also so oder so, egal ob wir jetzt gewinnen, verlieren oder ohnehin spielen, ManU darf sein Spiel definitiv nicht gewinnen. No? Gut, dann gehen wir mal rein in die Champions League, liebe Leute. Ich überspringe mal ganz kurz die Links. Wir brauchen eigentlich gar nicht wirklich rotieren. Nö. Wir haben ja unser Startelf. Jo, gehen wir rein ins Spielchen hier. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Die Vorrunde der UEFA Champions League ist unterwegs. Es kommt hier zu einem Duell in der Vorrunde. Es könnte ein klasse Spiel werden, Buschi. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher dürfte es interessant werden. So. Ja, Champions League, Champions League, Champions League. Wir müssen unbedingt unsere Match hier gewinnen. Ich überspringe das mal, sonst bin ich wieder Ärger. Gibt wieder mit dem Mittag wieder YouTube. Klar, unsere Aufstellung hat sich nichts geändert. Warum auch? Also heute hier ein Sieg. Und dann kann Herrn mehr, darf wieder Manchester sein Spiel nicht gewinnen. Wir haben den vermeintlich leichtesten Gegner und führen jetzt mit 1-0 in Posen. Hinspiel ging 6-1 aus. Wie gesagt, vermeintlich der leichteste Gegner der Gruppe. Diese drei Punkte müssen heute hier geholt werden. Und der Williams sagt schon mal, jo, die nehmen wir mit. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. So. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Er geht vorbei. So, damit erstmal Vidal, der sich da gut dazwischen setzt. Und dann mit Glück kriegt es doch noch irgendwie wieder gerettet. Sanchez. Er bekommt Hilfe. Murawski. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Gute Chance. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Vivian. Ja, Pose steht jetzt ziemlich gut da hinten drin, aber lassen sich durch den einfachen Pass hier ausspielen. Da hat der Olmo einen Ticken zu lange gezögert, sonst wäre das richtig gefährlich geworden. Handspiel.
Meiner Meinung nach. Interessiert ihn aber nicht. Ist auch nicht schlimm, dass er auch weiterlaufen lassen. Das ist spielentscheidend. Aber dieses Ding kann spielentscheidend sein. Oimo, jetzt haben wir es. 2-0. Wie gesagt, solange wir unsere Aufgabe machen, dann können wir jetzt gucken auf das andere Spiel. Also wenn er von da abschließen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, kein Schnäuzig. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Hier steht es 2-0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Gurzabel. Vivian. Williams. Williams, noch nicht mal 4 Minuten nach dem 0-2 oder 0-3. Also wie gesagt, die Aufgabe scheint mit Bau erledigt zu haben. Ich hoffe, wenn sie natürlich unentschieden spielen, wäre es fast... Also eigentlich wäre es sogar gut, wenn ManU gewinnt, mehr oder weniger. Und dann vorne, für uns wäre es perfekt. Oder sagen wir mal, ja doch, eigentlich, wenn wir da gewinnt oder unentschieden spielen. Weil wir dann wären wir definitiv in der nächsten Runde. Wird natürlich als Gruppenerster den etwas leichteren Gegner kriegen. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. So, Sanchez. Wichser, Gegenangriff, Olmo. Und das war einfach viel, viel Glück gerade dabei hier, weil sonst wäre der auch noch drin gewesen. Wir haben nicht mal eine halbe Stunde gerade gespielt. Also hier die Aufgabe Bilbao, die marschieren hier gerade richtig. Ishak. Henri. Muniain. Ballverlust erstmal. Vivian. Aha. Also mit dieser Führung im Rücken können sie fast beruhigt aufspielen. Aktuell haben sie den Ball nicht. Defensivarbeit ist erstmal. Balua. Balua? Ja, ja. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Ecke. Sousa. Jetzt der Eckball. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Komoris, der auf Tempo gehen kann, aber den Ball hat man klingt so krass. Scorer, Entschuldigung. Er lässt da überhaupt neu ohne Probleme und der nächste Versuch, da aufzumarschieren. So, wieder nichts. Der fühlt sich halt vorne wohl aus. Da ist er dann schon auch wieder. Maurice. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Eckball. Es war ein Kopf. Nicht das, nicht die Hand. Ecke kommt in 16. Ah, da ist mal weg. Sie spielen erstmal raus. Olmo. Dani Olmo. Olmo, ja. Er lässt ja. Sein Gegenspieler stehen. Ja, das sieht gut aus. Olmo. Stark gemacht. Kurz vor der Pause noch das nächste oder der nächste Versuch. Ecke kommt. Diese Chance haben sie. Und Mrozek heißt der Keeper. Der Polen, der gut. Nachspielzeit eine Minute. Schiri, der ist ein Foul. Hey, es war ein harter Pfiff. Das war die erste Hälfte. Er macht heute ein richtig gutes. So. Jetzt geht dieses Gruppenspiel weiter hier in der UEFA Champions League. Wir freuen uns auf Durchgang 2. Ja, mal gucken, was Bosen macht. Ich habe jetzt aber nicht drauf geachtet, was tatsächlich was wieder zwischen ist. Ist aber auch nicht schlimm. So sind wir wenigstens wieder Druck. Also ich weiß nicht, ob der jetzt 0-0 steht, das Ding noch. Weil dann haben wir nämlich mit Manchester United schon mal das erste Top-Team, was aus der Champions League ausscheidet. Dann ist es nämlich durch.
Dann heißt das dann wieder Neapel oder wir? Als Gruppenerster. Kriakopoulos. Ja, nicht ganz. Oyarzabal. Ja, Oyarzabal, der gut da mal wieder sein Bällchen holt. Der muss jetzt ein bisschen abbrechen. So, das nächste. Dann machen wir es halt so. Olmo. 4-0. 4 zu einfach. Oyarzabal kann sich gegen 2 durchsetzen. Olmo steht in der Mitte auch nicht ganz mit Deckung. Da steht es auf einmal, macht er frei das Tor und nutzt den einfach. Das drückt auch das Ergebnis aus. Aber wie gesagt, unsere Aufgabe ist gelöst und damit müssen wir gucken, was die Parallelpartie sagt. Das sehen wir dann aber nach dem Spiel. Also wie gesagt, bei dem Unentschieden sind wir safe in der Gruppe weiter und dann ist United raus. Klasse Timing, da kommen sie nicht durch. Milik. Karlström. Ja, er kommt jetzt mal durch auf Ishak. Der natürlich jetzt ganz das alleine da. Nee, das war gar nichts. Das ist da kein Problem. Williams und Emanuel. Also die marschieren ja ohne weiteres durch. Und jetzt die Chance. Boah, das war wirklich in allerletzter Sekunde. Oh, gehalten. Das und mit viel, viel Glück gerade so. Denn, weil Williams brauchte den eigentlich nur einzusetzen. Immer null. Ball kommt rein. Weiter gefährlich. Nichts passiert. War am Ende dann doch nicht entschlossen. Ja, es ist ja gut. Man muss aber auch sagen, dass Bilbao jetzt gerade, glaube ich, nicht mehr so wirklich 100% entschlossen ist. Sie haben das Ding ja sowas von durch, aber. Außen werden die Räume jetzt da für ihn. Aber, was macht die Parallelpartie? Man kriegt doch noch ein Gegentor. Nur noch 1-4. Das müsste Ishak gewesen sein, jawohl. Ball kommt unheimlich wuchtig und dann kannst du nichts mehr machen. Dann ja, wie gesagt, A nicht konsequent da vorne durchgespielt, B nicht konsequent verteidigt und dann passiert sowas halt. Und das ist halt Champions League, auch wenn es halt wie gesagt nicht Posen ist. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Schiri, der hat schon gelb. Alter nicht, aber egal. Man kann es ja mal probieren. Jetzt mal Karlström mit der gelben. Der Schwede. Da muss mehr kommen. Ja, es war ein bisschen große Distanz für Vivian. Der ist das auch nicht als Goalgetter bekannt. Er lässt den Gegner stehen. Ja, das sieht gut aus. Flanke auf den langen Pfosten. Olmo versucht mal irgendwie in Position zu bringen. Ja, wir haben nur noch 10 Minuten. Und dann wissen wir, ob wir heute vorzeitig oder einer guten Aufgabe sind. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Gibt's das denn? Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenchance. Aber das und für Menü wäre das natürlich ganz bitter. Und es bleiben noch 5 Minuten. Williams mit der Chance. Und da hat er den. Da ist auch immer. Der heute gut drauf, das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Man gönnt Posen nicht das letzte Tor des Spiels. Olmo, 1-5. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst. So, jetzt können wir ein bisschen durchrotieren. Ja, weil klar, die alle natürlich jetzt durch sind. Oh, Rodriguez statt Muniain. Belia mal hinten. Also es wird jetzt eh nichts mehr spielen, entscheidendes dabei sein. Jetzt wird heute nicht spielen. Genauso wie unser Ersatzkeeper. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Michael Ishak. Stark gearbeitet. So, Aufgabe zu Belia nochmal. Eine Minute. Wieder Libre.
Und dann war's das. So, Aufgabe in Posen. Eindrucksvoll erledigt. Pflichtaufgabe, Pflichtsieg. Wir sind, egal wie das ganze Ding hier überhaupt ausgeht, wir stehen nächste Saison, spielen nächste Saison auf jeden Fall international, also die weite Saison international weiter. Ob jetzt Champions League oder Europa League. Abwarten, Posen ist raus. Das steht damit jetzt fest. Wie gesagt, die wären mit einer Mini-Chance vielleicht noch weitergekommen. Also, beziehungsweise hätte heute gewinnen müssen. So, jetzt gucken wir mal auf die anderen Partien. Es ist gar keine, die andere Partie ist gar nicht drin. Aber ich möchte gerne weiter, möchte gerne mal nochmal reingucken. Champions League, Champions League. Wir sind Gruppenerster, weil United Napoli geschlagen hat. Also das, was meiner Meinung nach überhaupt nicht passieren durfte, um definitiv, also was zu machen. Weil das bedeutet, auch wenn wir Gruppenerster sind, es bedeutet, dass wir das im Spiel gegen Napoli nicht verlieren dürfen. Dann ist es herzlich egal, ob United 20-0 gewinnt. Ja, es kann auch noch das Ausscheiden bedeuten. Ich weiß nicht, wie der direkte Vergleich gezählt wird. Wir haben gegen Napoli ja den direkten Vergleich verloren. Wenn wir über die Tordifferenz gehen, dürften wir, wenn wir mit 3-0 verlieren, ne, 4-0 verlieren, zu Hause gegen Napoli, dann, wenn wir verlieren, ich wollte gerade sagen, ist egal. Wenn wir verlieren gegen Napoli und United schlägt Posen oder holt einen Punkt gegen Posen, sind wir raus aus der Gruppe. Ne? Also es kann doch bedeuten, dass wir nur in der Europa League weiterspielen. Dieses Ding, wie gesagt, dass United gegen Napoli gewinnt, das da hätte nicht passieren dürfen. So, also wir spielen gegen Napoli zu Hause, können also Neapel ausschalten oder halt, wie gesagt, durch Posen trumpft United im Unentschieden, aber Napoli schlägt uns, dann sind wir, dann wären wir jetzt weiter. Dann wäre United raus. Also es kann alles passieren. Eine von den drei wird es auf jeden Fall erwischen. Posen ist safe raus. Jo. Und wir verabschieden uns für heute. Das nächste Duell ist gegen Real Valladolid, der Tabellen 18. zu Gast in Bilbao, in San Mamés. Wir haben 13 Punkte Vorsprung, wir marschieren da oben vorne weg. Dieses Unentschieden in Real kann immer mal passieren. Ist halt so. Gut, ich bin raus für FIFA und wir sehen uns dann wieder morgen. Genau, um 14 Uhr. Morgen ist ja Dienstag. Ihr wisst ja, wie gesagt, es kann aber auch ein anderer Tag sein. Es kommt immer darauf an, wie mit der Formel 1 das passt. Ne? Gut, ich bin raus heute. Bis dann und tschüss. Ne?